Grefno, Woche 39, herzlich willkommen zurück. Verehrte Untertanen, wir sind weiter dabei, uns zu rüsten für die Belagerung und wir müssen irgendwie unsere Tochter aus den Fängen von König Aivo befreien. Mal gucken, wie es uns gelingen wird. Wir verzichten in dieser Woche auf. Moment, ich habe, glaube ich, jetzt nur den Jäger dabei oder nur die Hexe. Bin mir gar nicht ganz sicher. Der General kehrt auf jeden Fall zurück, aber ich glaube, wir haben ihn nicht bezahlt. Genau. Der General hat Bürger verpflichtet. Und wir haben diese Woche nur den Jäger, einfach um unsere Schatzkammer ein wenig zu füllen. Ich glaube, anders würde es uns nicht gelingen, unsere Festung auszubauen. Kann sich natürlich negativ auf die Moral auswirken, wenn wir jetzt hier die falschen Leute haben. Aber ich glaube, ich sehe keinen anderen Weg. Wir müssen einerseits die Moral hochkriegen, um mehr Steuern einzunehmen. Andererseits kann ich nicht so viel für die Agenten bezahlen, weil die fressen mir wirklich die Haare vom Kopf. Aber Gnade. Ich kann das nicht glauben, dass ihr den Metzger dazu bewegen konntet, aufzuräumen. Als er letzte Woche zurückkam, hat er prompt die ganze Straße gesäubert. Er fluchte und warf Dinge herum, aber nun ist alles sauber. Ich hätte nie gedacht, er würde auf euch hören. Er ist stur wie ein Maultier. Ich wäre mir sicher, er würde eher seine 7 Sachen packen und wegziehen, als dass er aufräumen würde. Ich danke euch so sehr, euer Gnaden. Oh, ich bin froh, dass ich helfen konnte. Bitte helft ihm, die Straßen sauber zu machen. Es ist nicht nur sein Unrat, den er wegräumt. Natürlich, euer Gnaden. Moral! Ich finde, wir haben das ganz gut gemacht. Das ist ganz gut gelöst hier. Ordi, was gibt's, alter Knabe? Unsere Armeegröße macht mir Sorgen, euer Gnaden. Ja, mir auch. Wir müssen so viele Dorfbewohner wie möglich zusammenrufen und versammeln. Vielleicht sind sie nur Bauern, aber solange sie Steine werfen können, werden sie nützlich sein. Okay, sagt das den ba Steine werfenden Bauern, der einem Ritter in voller Rüstung gegenübersteht, aber bitte. Das ist wahr, hoffentlich können wir das Schloss erfolgreich verteidigen. Also, er will uns subtil wohl sagen: Schaff mehr Männer heran. Vielleicht mit einem Söldner, ein kleines Geschäft, euer Gnaden? Vorräte gegen Gold. Nee, 25 Vorräte für 18 Gold. Nee. Oder? Ich würde die Vorräte eher investieren wollen. Weil Vorräte gewinnen wir relativ viel. Ist das ein Deal, auf den man sich einlassen sollte? 25 Vorräte, dafür kriege ich 18 Gold. Ich meine, an Gold mangelt es uns eher als an Vorräten, ne? Wir haben relativ viele Vorräte. Wir haben, glaube ich, die Mindestzahl an Vorratskisten auch schon gepackt. Ich kann sein, dass noch eine fehlt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich will da ein bisschen drüber gehen, aber wir brauchen tatsächlich eher Gold. Also ja, wir machen mal das Geschäft. Hier sind deine Vorräte. Perfekt. Und jetzt verschwinde, bevor ich dich in den Kerker werfen lasse, dafür, dass du mir Orakel stoppern möchtest. Kein Problem, Wagner. Besuche dich in einiger Zeit wieder. Diese ganze Orakelstaub-Mechanik haben wir ja quasi links liegen lassen. Ich frage mich aber wirklich, wie sich das entwickelt hätte. Ich schätze mal, das ist etwas, wo man sehr von profitieren kann, aber was dann eben auch eine Kehrseite mit sich bringt. Oh, Gnaden. Was ist das? Achso. Ja, schließt sich meine Armee an. Bla bla bla. Athana ist nah. Wir brauchen dich. Nein, euer Gnaden? Nein? Du wagst es? Erinnerst du dich nicht an mein Rückenproblem? Ich kann nicht arbeiten. Wie kann ich also kämpfen? Es tut mir leid. Das ist gut. Ich hoffe, es geht dir bald besser. Oh, ich bin froh, dass ich den Kampf vermeiden kann. Damn you! Ich dachte, na gut. Es entbehrt einer gewissen Logik. Zwar haben wir ihm geholfen, wir helfen ihm jetzt jede Woche und finanzieren ihn gewissermaßen. Aber gut, zu einem Krieger wird er dadurch natürlich nicht. Das heißt, nur weil man jemandem geholfen hat, heißt das nicht automatisch, dass sie einem dann auch in der Schlacht beistehen. Das ist natürlich jetzt etwas kurz gedacht. Und oh nein, jetzt haben wir unsere arme, schwangere Frau hier warten lassen. Ich muss dir etwas zeigen. Es geht um unser Kind, Liebling. Besuch mich im Schlafgemach, wenn du kannst. Natürlich, Aurelia. Oh, Gnaden, ich leide an einer juckenden Krankheit. Oh, wehe, ich brauche da die Hexe für. Mein Gesicht juckt. Meine Beine jucken. Mein Gott. Haben Sie eine Idee? Ich kann das nicht aushalten. Jedoch. Ich habe gehört, dass die Berührung eines Königs alle Arten von Krankheiten heilen kann. Also, wie wäre es damit, euer Gnaden? Werdet ihr eure königlichen Kräfte auf mich anwenden?
Geh von mir, weiche, Abstand halten. Hier, geh zu einem Heiler. Ein Heiler hilft dir viel eher als ich. Ihr mögt nicht vermögen zu heilen, aber ihr seid sehr großzügig, euer Gnaden, lebt wohl. War recht teuer, aber ein bisschen Moral. Und du, euer Gnaden, ich hoffe, es geht euch gut. Na, geht so. Willkommen im Schloss, Pastor. Ich komme, um euch um einen Gefallen zu bitten. Die Gemeinde hat entschieden, dass es an der Zeit ist, ein Kolovrat in unserer Stadt zu verbessern. Das Alte auf dem Marktplatz ist alt und kurz vorm Einstürzen. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, was er meint. Wir dachten zuerst, dass wir es reparieren, jedoch ist es besser, gleich ein ganz neues zu bauen. Wir können diese Gelegenheit nutzen und es direkt richtig angehen. Die Gemeinde hat einen beträchtlichen Betrag an Gold und sonstigen Mitteln zusammengetragen. Jedoch reicht es nicht aus, um die Arbeiten zu decken. Wir müssen Steine in den Bergen abbauen und in die Stadt transportieren. Unser Steinmetz sagte, er könnte es dann herausarbeiten. Wenn wir erst einmal ein neues Kolovrat in der Mitte unserer Stadt haben, werden mehr Leute kommen, um es zu sehen. Ist das eine Statue? Ich muss hier gleich mal... Ich muss jetzt unglücklich mich parallel googeln, glaube ich. Naja, ihr habt ja die Möglichkeit, hier noch kurz nachzuschauen, worum es exakt geht. Die Gemeinde wird sich viel sicherer fühlen und glücklicher sein. Wir bräuchten etwa 25 Gold. Wie etwa? Plus, minus? Na, der würde ja... Wie sollte ein General helfen? Gut, den habe ich eh nicht. Ah, das ist alles für die Moral, ne? Baut das größte Kolovrat in Dublin, was auch immer es sein mag. Aber baut es. Ich bin sicher, die Gemeinde wird das zu schätzen wissen. Danke, euer Gnaden. Möge Gott euch beschützen. Das hat uns jetzt finanziell zwar nicht unbedingt weitergeholfen, doch zumindest haben wir die Moral ein wenig erhöhen können. So, dann reden wir noch mit unserer geliebten Frau. Oh! Ehrlich, das ist Delilah, eine hiesige Hexe. Wir haben noch eine eigene Hexe. Ich denke, es gibt eine Möglichkeit, den Fluch aufzuheben. Willst du es erklären, Delilah? Euer Gnaden, mit eurer Erlaubnis könnten wir ein Ritual durchführen, das den Fluch aufhebt, der auf euch gelegt wurde. Fluch? Ich dachte, das wäre nur ein Humbug. Es geht wahrscheinlich um die Sache mit Bayran, ne? Nach dem, was ich von Königin Aurelia gehört habe, klingt es so, als wären sie verhext worden. Ihre schlechte Gesundheit, ihr Unglück, kein Erbe. Tatsächlich. Ich kann bei all diesen Dingen nicht helfen, aber ich denke, ich kann in Bezug auf die wichtigste Angelegenheit hier von Nutzen sein. Ein rechtmäßiger Erbe. Na, wir können erstmal Risiko und Chancen abwägen, aber eigentlich halte ich es für Quatsch. Ist uns ein Erbe sicher? Wie immer besteht in dieser Angelegenheit ein Risiko. Das Ritual muss perfekt durchgeführt werden, damit es funktioniert. Aber solange sie uns helfen, sind die Chancen für einen Jungen sehr hoch. Fast sicher. Ja. Dieses Ritual schreit mir nicht gerade sicher. Was ist das Risiko? Wird es schmerzhaft sein? Es kann sein, aber sie wird die meiste Zeit in den Bann gezogen sein. Sie wird betäubt sein, obwohl ihr Körper Anzeichen von Schmerz zeigen kann. Tatsächlich. Königin Aurelias Geist wird nicht in ihrem physischen Körper sein, also wird sie nichts fühlen. Okay, erzähl mir mehr darüber. Worum geht es genau? Das Ritual ist kompliziert und wir werden euch brauchen, euer Gnaden. Wir werden gut Geister bitten, zu euren Gunsten zu handeln. Sie müssen die Beschwörungen nach mir wiederholen und gelegentlich helfen. Ich denke, das ist genug. Das ist keine Option für mich. So ein Nein, nein! Wir mögen in einer magischen Welt leben, aber nein, ich vertraue darauf. Und wobei, nein, ich vertraue, ist mir völlig egal. Ich kann doch meine Tochter auf den Thron setzen. Leute, das ist keine Option. Das ist zu riskant. Ich kann es mir nicht leisten, dich zu verlieren, Aurelia. Eben. Ich riskiere doch nicht das Leben meiner Frau, nur um am Ende potenziell einen Erben auf dem Thron zu haben. Aber wenn wir es nicht versuchen, haben wir vielleicht nie einen Sohn. Eirik, bitte denk darüber nach. Ohne Sohn geht es uns gut. Ich habe mich bereits entschieden. Okay, Schatz, was immer du denken magst, es wird schon zu unserem Besten sein.
Lassen Sie mich wissen, wenn Sie in Zukunft noch etwas brauchen, Euer Gnaden. Das war mir zu suspekt, Leute. Ich hoffe, es ist jetzt nicht böse. Wohl nicht. Nun denn, wir haben jetzt noch einen Jäger. Die Taube hilft uns wie immer nichts. Ich werde den Bankier noch einladen, aber das, wie gesagt, das machen wir am Ende, wenn quasi die Belagerung schon sich naht. Denn wie ich das verstanden habe, muss man direkt danach anfangen zurückzubezahlen. Und dann wäre es ja cleverer, das erst Richtung Ende zu machen. So, jetzt habe ich noch einen Jäger. Und wenn ich Pech habe, bezahle ich den jetzt komplett umsonst, sehe ich das richtig? Jetzt müssen wir tatsächlich mir einmal die Zeit nehmen, hier nochmal alle Quests durchchecken. Ob ich irgendwo einen übersehen habe. Okay, der Metzger. Oh ja! Da haben wir doch. Das ging einfach. Weil die ist ja jetzt glücklich. Die ist ja jetzt glücklich gemacht worden, weil der Metzger doch gespurt hat. Also kann der Jäger sie anheuern und Gefolgschaft einfordern. Und wir können voranschreiten in die nächste Woche. 11 Wochen verbleiben. Bis zur Belagerung. So. Wir sind drastisch im Minus, das gleichen wir gleich aus. Ich wollte noch einmal gucken. Aktuell Ausgaben an Unterhalt, was die Ressourcen angeht, also 10. Die Flüchtlinge, Unterhalt der Armee und die Rente, nenne ich es mal für den einen Herrn hier, der uns auch nicht irgendwie beistehen kann und nichts beitragen kann. Aber gut. Und ja, wir haben hier die Steuern ein wenig gesteigert, das ist auch gut. Also da machen wir ein gutes Plus, ne? Also was die Ressourcen angeht. Aber da brauchen wir halt auch noch eine Menge, denn wir haben ja 1, 2, 3, 4, 5 aktuell. Ich meine, das war das Minimum. Ich werde nochmal nachgucken, aber ich bin mir relativ sicher, dass es das Mindeste war, was wir brauchten. Waren 5 gefüllte Vorratskisten. Definitiv brauchen wir noch mehr Truppen. Und hier, ne? Haben wir uns bisher nur die Ballista und die verstärkten Mauern gönnen können. Das ist natürlich nicht genug. Ich denke, das hier werden wir auch alles machen können. Aber alles zu seiner Zeit. Wen möchte ich bezahlen? Also, letzte Runde. Ich habe nicht den Hexer. Die Hexe, ich habe jetzt keinen definitiv gebraucht. Ich würde das wieder so machen, dass ich eine Person beibehalte. Wir machen weiter Glücksspiel. Die Hexe. Diese Runde unterstützt uns die Hexe. Wobei halt die Einnahmen echt gering sind, ne? Sie kostet 11 und wir gewinnen aber gerade mal 18. Naja, gut. Aber ganz ohne Agenten möchte ich auch nicht reingehen in so einer Woche. Deswegen fahren wir fort. Greif nur Woche 40. Es geht voran. Ich wollte gerade fragen, warum steht hier niemand? Sidani? Neues Kleid, oder? Gut, erstmal Jägersmann, was habt ihr erreicht? Genau. Da ist sie auch schon, in Kürze. Schließt euch uns an. Unterstützt uns in der Schlacht. Wir ziehen in den Krieg. Meine Armee braucht euch. Ich denke kaum, dass ich das kann, Euer Gnaden. Ich bin sehr krank, so wie alle in der Siedlung. Die Menschen haben sich alle mit etwas angesteckt. Wahrscheinlich ausgelöst von den Kadavern des Metzgers, die auf der Straße liegen. Hey, aber er hat doch aufgeräumt. Ich hoffe, es wird euch bald wieder gut gehen. Nee, ich hoffe... Das sieht nicht gut aus gerade, ne? Für unsere Truppe. Es kommen auch echt wenig Leute zuletzt. Naja, mal gucken. Sidani? Bist du das? Um Himmels Willen, was hast du mit deinem Kleid angestellt? Asaya darf auch so rumlaufen. Also will ich das auch. Aber beruhige dich, Vater. Mein blaues Kleid habe ich nicht zerschnitten. Nein, dafür hast du das mit diesem getan. Hast du alle Löcher selbst reingemacht? Wo hast du überhaupt die Schere? Sind das Federn in deinem Haar? Ich habe ein paar wunderschöne Federn letzte Woche im Garten gefunden. Ich wollte unbedingt so ein Kleid wie Asaya, aber irgendwie, naja, so ganz habe ich das nicht hingekriegt. Dieser Stoff ist total stur und ist immer weg, im Weg. Du hast dich aber nicht selbst geschnitten, oder? Nein, habe ich nicht. Ich wollte dich bloß fragen, ob es hübsch ist. Wunderschön. Also das erklärst du deiner Mutter allein, hä? Und ich sage dir schon vorab, sie wird es nicht mögen. Warum sollte sie? Weil es geziemt sich nicht, für eine Prinzessin so viel Haut zu zeigen. Vielleicht wird sie ja, man kann nie wissen. Du wirst schon sehen. Nun trollig, ich habe Geschäfte zu erledigen. Danke, Vater. Ich wusste, du würdest es mögen.
mögen. Ach, ich fand's gar nicht schlecht. Dann haben wir noch zwei Bauern. Ich bitte, bitte, bitte braucht meine Hexe. Euer Gnaden, unser Dorf wurde kürzlich von Lord Grego vereinnahmt. Aha. Er stand früher unter dem Kommando der Dame Mascha. Aber jetzt nehmen die beiden Lehnsherren Steuern von uns. Sie schicken jede Woche Soldaten, um Geld einzusammeln. Und wir können nicht Nein zu ihnen sagen. Wir zahlen seit Wochen die doppelte Steuer. Wir haben versucht, mit den Lehnsherren zu reden, aber sie ignorieren uns. Bitte helfen Sie uns, Euer Gnaden. Okay. Nein! Warum? Ich hasse dieses Spiel. Okay, irgendwie habe ich das Gefühl, ich verspiele gerade mich. Ich weiß nicht, wie kann man das besser machen? Meine Taktik ist jetzt halt gerade eine 33% Chance quasi, dass ich immer den richtigen General zur Hand habe. Aber wenn ich es anders spiele, habe ich überhaupt keine Steuereinnahmen. So, jetzt kann ich nichts tun, jetzt habe ich nicht genug Gold, kann also nicht helfen. Ich kann keinen General schicken, weil er nicht da ist. Meine Hexe darf nicht. Das ist ein bisschen blöd, das... Na gut, was ist blöd? Das macht schon Sinn, dass natürlich spezifische Aufgaben, spezifische Agenten benötigen. Also gibt es leider nichts, was ich tun kann. Sie sollten nochmal versuchen, eine Audienz bei ihnen zu suchen. Aber ich habe es getan. Sie wollten nicht hören. Ich dachte, du wärst ein gerechter König. Ich habe mich wohl geirrt. Ja, toll, ey. Ich habe gerade irgendwie so eine Spirale nach unten in Gang gesetzt. Hier in den letzten paar Wochen habe ich das Gefühl. Vor allen Dingen, ich könnte doch mit Grego reden. Ich könnte ihn doch einladen und die Sache klären. Das machen wir, glaube ich, auch. Ah, spreng alles. Meine Kartoffeln wurden wieder gestohlen. Ich erinnere mich dunkel an dich. Ich bin sicher, jemand versteckt einen Eidwa in seinem Haus. Wie sonst würden sie erklären, dass meine Kartoffeln wieder verschwinden? Mein Getreide auch. Dieses verdammte Dorf. Ich wusste, ich hätte nicht dorthin ziehen sollen. Würde einer ihrer Jäger uns helfen, herauszufinden, wer diese gefiederte Schlange versteckt? Ich raste aus, ey. Ich habe kein Gold, ich habe keinen Jäger. Und die Moral geht um 4 Punkte runter wegen so ein paar Kartoffeln. Oh, Leute. Aber meine Kartoffeln. Nun werde ich es selbst herausfinden. Tja. Oha. Oha, der König von Radovia wird uns vorgestellt. Aber ganz kurz, es ist ein Auf und Ab. Aber was man daraus lernt, man braucht einfach eine gewisse Menge Gold immer auf Vorrat. Man braucht diese 20 bis 30 Gold, sonst ist man komplett handlungsunfähig. Ich hätte einfach die Hexe gerade gar nicht bezahlen müssen. Jetzt bezahle ich Gold für die Hexe, kann das nicht einsetzen. Kann sie nicht einsetzen, weil sie nicht gebraucht wird und konnte jetzt zwei Anfragen hier nicht... Ah. Oha. Egal, wir haben Wichtigeres zu klären. König von Radovia. Euer Gnaden, wir haben den radovianischen König gefunden. Das Monster selbst. Wir haben ihn ein bisschen geschlagen für das, was er unseren Brüdern angetan hat. Ja, das war nicht nötig. Vergib meinen Männern, sie sind manchmal schwer zu handhaben. Besonders, wenn sie einen Metallhandschuh tragen. Eirik, ich habe endlich die Gelegenheit, mit dir zu reden. Wie viele Jahre waren es? Ich hätte Angst, dass du eines Tages kommen würdest. Ich habe nicht erwartet, dass du als König oder mit einer Armee kommst. Natürlich nicht. Wie groß ist die Chance, dass man ein gewöhnlicher Schläger einem König nachjagt? Aber ich habe es trotzdem geschafft. Wir haben schwere Verluste hinnehmen müssen. Aber deine Armee ist vernichtet. Es gibt kein gutes Ende in dieser Geschichte für dich. Bevor ich dich zum Richter schicke, sage mir... Wir wollen alles wissen, oder? Warum seid ihr hier? Warum kamst du plötzlich nach Dublin? Radovia befindet sich im Bürgerkrieg. Wir haben mindestens zwei verrückte Männer, die um die Ressourcen streiten. Unser Boden ist nicht wie deiner. Es sind dunkle Zeiten. Pflanzen wollen nicht mehr so wachsen wie früher. Ich bot eine Lösung an, überquerte die Berge, um ein neues Zuhause zu finden. Einige lachten, andere wollten mitkommen. Ihre Männer
Du hast geraubt und vergewaltigt. Wir sind nicht alle gleich. Das müssen Männer aus anderen Lagern gewesen sein. Habe ich schon erwähnt, dass wir uns im Bürgerkrieg befinden? Diese Männer haben das Gleiche in meinem Heimatland getan. Dies sind die Männer, vor denen wir weggelaufen sind. Radovia ist geteilt. Du kannst uns nicht alle in den gleichen Topf werfen. Das Versprechen gehe ich mal gleich noch ein. Wie bist du König geworden? Als wir uns das letzte Mal trafen, warst du ein Straßenräuber. Wie wird man von Dieb zum König? Ein König? Das ist ein bisschen viel gesagt. Um ehrlich zu sein, es funktioniert nicht ganz so wie auf dieser Seite der Berge. Einige Leute haben sich entschieden, mir zu folgen. Ich gab ihnen Hoffnung. Nicht jeder wird in königlicher Seite geboren. Manche müssen dafür arbeiten und das habe ich getan. Vor 13 Jahren, als du uns angegriffen hast und mir dein Schwert an den Hals legtest, du musst gewusst haben, dass ich mein Versprechen nicht einhalten kann. Du musst gewusst haben, dass ich alles gesagt hätte, damit du uns gehen lässt. Ich war damals ein anderer Mann. Ich habe die Reisenden ausgeraubt und hätte nie gedacht, dass ich so nah am Pfad auf Adlige stoßen würde. Wenn sich die Gelegenheit ergibt, kommt man halt auf Ideen. Natürlich wusste ich, dass du dein Versprechen nicht einhalten würdest, aber das gab mir einen Funken Hoffnung. Eine Tochter aus der königlichen Familie zu heiraten, würde bedeuten, dass Radovia auf dieser Seite der Welt eine Chance hat. Königliches Blut in der Familie zu haben, würde bedeuten, von anderen akzeptiert zu werden. Natürlich nicht sofort, aber genug, um unser verfluchtes Land endgültig zu verlassen. Und der Fluch der Hexe? Damals war eine Hexe bei dir. Sie warf mir einen Fluch zu, wenn ich mich nicht an das Versprechen hielte. Es tut mir leid. Agi, sie neigt dazu, Menschen links und rechts zu verfluchen. Ich würde mir darüber keine Sorgen machen. Agi benutzt diese Flüche gern, hat aber nie funktioniert. Genug davon. Der Kampf war heftig. Ja, das ist wirklich eine Willkommensfeier, die du uns gegeben hast. Als wir den Weg überquerten, wollten wir nicht kämpfen. Aber ihr habt uns keine Wahl gelassen. Wir haben alles benutzt, um zu kämpfen. Überraschenderweise haben wir es ganz gut gemacht. Ihr hattet definitiv überraschende Kampftaktiken. Ich bin neugierig auf... Lass mich. Ah. Steh auf. Ah, das ist besser. Schieß los. Er ist ein großer Mann, dieser Bayran. Und irgendwie ist er mir sogar ganz sympathisch. Erzähl mir von dem Nebel. War es Magie? Wie ich schon sagte. Wir wollten niemanden schaden. Der Rauch ist ein gewöhnlicher Weihrauch. Wir hofften, dass die Verwendung davon unsere Bewegungen verschleiern würde. Es war naiv von mir gedacht zu haben, dass der Rauch lang genug anhalten würde, damit wir durchkommen. Ich habe gehofft, dass wir alle verschwunden sind, wenn der Rauch sich verzieht. Als wir merkten, dass der Rauch verzieht, mussten wir eine andere Taktik anwenden. Dann haben wir deine Männer umkreist. Ich verstehe es noch nicht ganz. Also, er behauptet gerade, sie wollten nicht wirklich mit uns kämpfen. Und dann kesseln sie uns ein? Die Monster? Die haben sicherlich viel Chaos mit sich gebracht. Oh, du meinst die Bisons? Also Büffel? Mir ist klar, dass diese Säugetiere auf deiner Seite der Welt ziemlich selten sind. Sie sind groß, stark. Wir verwenden sie normalerweise für den Transport von Waren. Aber wie sich herausstellt, können sie, wenn sie mit einem Hieb auf dem Hintern richtig motiviert werden, quasi eine Kavallerie. Und das Feuer? Wir haben noch nie eine solche Feuermagie gesehen. Was war es? Du meinst Feuerwerk? Wir nutzen sie, um ein neues Jahr zu begrüßen. So schön es auch sein mag, es kann auch Feuer auslösen, wenn man nicht aufpasst. Ich dachte, diese Eigenschaft könnte einmal zu unserem Gunsten sein. Die Tötungsvorrichtungen? Das Gerät hätte fast unser Schicksal entschieden. Wir haben einige kreative Köpfe auf unserer Seite. In dem Moment, in dem der Kampf begann, versuchten unsere Männer etwas zu finden, das uns helfen würde, durchzukommen. Ich dachte, das ist das Ende und wir steckten in der Falle, aber wir waren alle tapfer. Wir wandten uns ab und es schien zu klappen. Ich nehme an, das Überraschungselement half uns. Also im Grunde
sagt er, okay, sie wollten nicht wirklich mit uns kämpfen, sie wollten einfach nur durch die Berge in unser Land einfallen, weil sie aus Radovia flüchteten, um diesem Bürgerkrieg zu entkommen. So interpretiere ich jetzt die Geschichte. Ich habe genug gehört. Du weißt, ich hatte keine andere Wahl. Du würdest das Gleiche für die tun, die du liebst, nicht wahr, Eirik? Lass mich gehen und ich verspreche, wir werden keine Probleme mehr verursachen. Ich will deine Tochter nicht. Euer Gnaden, bitte denken Sie daran, dass Bayran ein Radovianer ist. Wenn Sie ihn gehen lassen, hilft uns König Jedrik möglicherweise nicht während des Kampfes mit Atana. Aber wenn sie ihn zum Sterben verurteilen wird, König Fabian uns nicht helfen. Gut, diese Entscheidung haben wir ja bereits getroffen. Wir sollten die Vorteile berücksichtigen. Ja, ja. Wir könnten ihn rächen. Aber wir haben unsere Entscheidung getroffen. Wir haben die Radovianer in der Schlacht geschlagen. Er hat auf das Versprechen jetzt ja auch gewissermaßen verzichtet. Er fordert nicht mehr die Hand unserer Tochter. Also reichen wir ihm die Hand zur Freundschaft, würde ich sagen. Ihr könnt gehen. Du hattest zu leiden. Ich werde nicht mehr hinzufügen. Die Leute sagten mir, keiner der sieben Könige werde uns Anerkennung gewähren. Ich denke, ich hätte es besser wissen sollen. Zumindest hatte ich teilweise recht. Du hast mich gehen lassen. Das werde ich nicht vergessen. Einen weiteren Tag zu überleben ist für uns ein Sieg. Danke, Euer Gnaden. Übrigens scheint es Radovianern bereits gelungen zu sein, das Herz einer aus Devern zu erobern. Meine Tochter scheint gut zu eurer Asalia zu passen. Maya? Maya? Ich wusste, da ist irgendwas. Irgendwas hat es mit der auf sich. Das kommentieren wir jetzt nicht? Das lassen wir so stehen? Na gut. Oh, ich glaube, wir haben Gesprächsbedarf mit der Familie. Na? Darf ich da nicht hin? Okay. Ich darf nicht mit der Asalia gehen. Oh, das wird Aurelia gar nicht gefallen. Meine Leute fanden Bayran. Ich habe gerade mit ihm gesprochen. Und um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Er tat mir leid. Es scheint, dass er nur einen besseren Weg finden wollte, um zu leben. Durch den Krieg? Bayran wollte nie mit uns in den Krieg ziehen. Gegen uns. Sie wollten nur sehen, wie das Leben auf der anderen Seite der Berge ist. Er ist nicht mal ein König. Er hat nur Leute, die ihm folgen. Warum haben sie dann angegriffen? Nun, ich glaube, sie haben sich nur verteidigt. Oh. Oh. Wie konnten wir seine Absichten missverstehen? Er wollte Lorsulia nehmen, um die Anerkennung anderer Könige zu erlangen. Ich habe ihn gehen lassen, ich habe es nicht übers Herz gebracht, ihn hinzurichten, nachdem ich das herausgefunden habe. Das hast du gut gemacht. Er erwähnte etwas über den Fluch. Er sagte, dass die Hexe diesen Fluch bei vielen Menschen angewendet hat. Und anscheinend hat er nie funktioniert. Eirik, das sind tolle Neuigkeiten. Ich bin nicht sicher, ich konnte nicht sagen, ob er nur log, um sein eigenes Leben zu retten. Oh, und was machen wir jetzt? Ich nehme an, es war richtig, das Ritual nicht fortzusetzen. Es klang gefährlich. Ja, wahrscheinlich. Das werden wir bald herausfinden. Das ist genau das gleiche nochmal. Okay. Das ist alles. Ruh dich aus. Wir wollen ein sehr gesundes Kind auf die Welt bringen. Wir vor allem. Ja, natürlich. Es scheint egal, wie viel ich mich ausruhe. Ich bin immer müde. Ich sitze nur hier. Gucken, ob wir jetzt nochmal mit Asalia reden. Er hat doch gerade eindeutig auf Maya angespielt, oder nicht? Oder habe ich das missverstanden? Na gut. Dann muss ich jetzt meine Hexe nochmal einsetzen und ich lasse einmal nach Gregor schicken. Ich glaube zwar nicht, dass wir da was machen können, aber vielleicht können wir da diese Sache mit den doppelten Steuern noch gerade rücken, die der Bauer zahlen muss. Wenn er keine Audienz bei Gregor bekommt, dann lassen wir nach Gregor schicken. Fand ich schade, dass das gerade keine Option im Dialog war mit dem Bauer. So, und dann muss ich die Hexe jetzt noch irgendwie einsetzen. Sinnvoll. Na, jetzt zuletzt auch zwei Fehlschläge. Ich habe jetzt Hexe und Jäger davor in der Runde bezahlt für nichts. Müssen wir ehrlich sagen bisher. Also der Metzger wird uns nicht helfen. Den haben wir ja gezwungen aufzuräumen. Konnten ihm aber nicht helfen.
Der wird uns nicht helfen, weil wir ihm nicht... Wobei. Juckende Krankheit. Wir haben ihm Geld gegeben. Oh Gott, jetzt muss ich nachschauen. Jetzt bin ich gerade so abgelenkt gewesen durch die Geschichte. Wir haben ihm doch Gold gegeben. Geld für die Behandlung. Ja, okay, dann lassen wir nach dem hier schicken. Auch da bin ich aber skeptisch. Aber andererseits, wenn er geheilt wurde, kann er ja danach jetzt dienen. Dann wäre der Einsatz der Hexe hier an der Stelle nicht umsonst. Aber ja, es ärgert mich nach wie vor massiv, dass es mir nicht gelingt, meine Moral auf ein erträgliches Niveau zu kriegen. Irgendwie habe ich so eine blöde Abwärtsspirale in Gang gesetzt, weil ich immer nicht genug Geld habe hier. Weil mir immer so 10 bis 20 Goldmünzen fehlten, gelingt es mir nicht, wirklich mal die Anfragen auch zu erfüllen und auf die Leute einzugehen. Dadurch habe ich weniger Moral, gewinne wieder weniger Steuern, habe wieder weniger Gold. Und gleichzeitig verspekuliere ich mich jetzt hier gerade total mit meiner Agenten, die ich nicht unmöglich alle bezahlen kann. Also selbst mit riesigen Steuereinnahmen könnte man nicht 3 Agenten gleichzeitig bezahlen. Vielleicht habe ich zu spät darauf reagiert, aber ich weiß nicht, irgendwie. Es fehlt an Gold. Müssen wir jetzt gleich am Ende der Woche ja auch nochmal genau reingucken. Also wenn ich jetzt sage, ich bezahle zum Beispiel mal nur den General, dann habe ich 20. 20 reicht meistens aber auch nicht. Man müsste fast überlegen, ob man sagt, ja, ich glaube, es wäre nur konsequent jetzt zu sagen, okay, wir bezahlen mal eine Runde lang keine Agenten. Dadurch haben wir jetzt wenigstens mal 29 Münzen. Okay, ich werde jetzt zwar keinen Agenten einsetzen, kann das alle anfragen, wo ich einen Agenten für brauche, kann ich sofort ablehnen. Aber wenn ich jetzt einen Agenten bezahle, habe ich eine 33% Chance, wirklich auf die Anfrage eingehen zu können, dass es der richtige Agent ist. Wenn ich aber stattdessen ein bisschen Gold habe, habe ich zumindest die Alternative und kann zumindest dann sagen, okay, ich kann dir zwar keinen Agenten geben, aber nimm doch ein paar Goldmünzen. Wie jetzt zum Beispiel mit dem Mann, dem der Rücken so sehr juckte. Ich glaube, das ist gut. Und wenn wir dann es schaffen, auf so ein 20- bis 30er Level uns einzupendeln, dann kann ich ja auch wieder einen Agenten bezahlen, den man dann losschicken kann, um Bauern in die Armee zu pressen. Aber das können wir auch noch später machen. Das muss ja nicht immer sofort geschehen. Von daher ist das, glaube ich, die beste Maßnahme, die ich treffen kann aktuell. Denn jetzt, ja, sind wir wieder runter auf 12,9 hier. So denn, liebe Leute. Ich glaube, das war doch eine sehr erhellende Episode. Fand ich gut, dass Bayran jetzt auftauchte. Und ich glaube, wir haben die richtige Entscheidung getroffen, ihn in meinem Leben zu lassen. Ich bin sehr, sehr gespannt, auf was jetzt noch kommen kann dann. Der wird ja jetzt noch eine Rolle, denke ich mal, spielen. Und es sind noch 10 Wochen bis zur Belagerung. Also wir haben auch noch genug Zeit, um uns zu rüsten, denke ich mal. Wie gesagt, hier warte ich noch, dass ich das weiter auffülle. Da können wir noch ein bisschen... Ach, guck mal, das ist wirklich schon gesaved hier. Kann ich gar nicht wieder weg und zurückgehen. Na gut, Leute. Schöne Folge, glaube ich. Schön rund. Wir sehen uns. Noch 10 Wochen.